Hallo meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video vom Paskalationskanal. Ihr wisst Bescheid. Und zwar reagieren wir auf Johnny Dixon Modus Mio brennt. Alter, geiler Titel, Alter. Ich hab schon Bock, wenn ich den Titel lese, Alter. Ja, Produzent steht nicht dabei. Box kann man vorbestellen, schon länger jetzt. Ich glaube, das Album müsste auch schon bald erscheinen. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, aber ich meine diesen oder nächsten Monat. Ballert mal in die Kommentare, aber vielleicht steht es auch zum Schluss des Songs eh wieder da. Wir hören einfach rein. Es gab noch nie ein Video, das besser zu einem Song gepasst hat. Modus Mio brennt, Summer Edition. Da wird sich mit dem Video schon heftig darüber lustig gemacht, Alter. Feier ich den Move. Keine Sorge, Kiddies, dein Papa ist da und macht Ratatata. Ich kill auf Scarletta, beat diese ganzen Motherfucker. Alter, sorry, ist das peinlich. Datalaf lüftet sein Kinderzimmer und dann weiß Shirin Victorias Geheimnis. Ja, nice. Da werden die Leute auseinandergenommen, Alter. Wir machen nochmal zurück, Alter. Keine Sorgen, Kiddies, dein Papa ist da und macht Ratatata. Ich kill auf Scarletta, beat diese ganzen Motherfucker. Alter, sorry, ist das peinlich. Datalaf lüftet sein Kinderzimmer und dann weiß Shirin Victorias Geheimnis. Deine Mutter schreibt mir Comments auf Insta. Ich hab dicke Titten, sagt mein Onkel, ich stimmt das. Midlife Crisis, wie ich diese Opis bedauer. Was macht man, wenn man keine Aura hat? Man holt sich ne Laura. Was macht man, wenn man keine Aura hat? Man holt sich ne Laura, Alter. Auch geile Line, Alter. Johnny Dixon feier ich eh übertrieben. Ich hab dicke Titten, sagt mein Onkel, ich stimmt das. Midlife Crisis, wie ich diese Opis bedauer. Was macht man, wenn man keine Aura hat? Man holt sich ne Laura. Fick Rap, ich hab viel mehr Bock, Play-Z zu spielen. Deutschrapper rennen zu den Cops und schreien ACAB. Alles Faker, die ihr ins... Rapper laufen zu den Cops und schreien ACAB. Ja, weil Win ist ja für die Leute immer so das Wichtigste überhaupt ist, sowas nach außen verkörpern, ne? Digga. Sorry, ich mach nochmal zurück. Ich weiß, das hatte ich vorhin schon. Diese Opis bedauer, was macht man, wenn man keine Aura hat? Man holt sich ne Laura. Fick Rap, ich hab viel mehr Bock, Play-Z zu spielen. Deutschrapper rennen zu den Cops, erscheinen ACAB. Alles Faker, die ihr in Spotify-Playlisten streamen. Und Shirin David, die Transa, ist eigentlich David Shirin. Lügt nicht. Shirin David, die Transa, ist eigentlich David Shirin. Lügt nicht, kommt da noch. Ja, geil, feier ich. Er verteidigt auch Rap, wie er sein muss. Ich hab's auch schon tausendmal gesagt. Es gehört ein bisschen mehr dazu, als nur auf dem Beat rappen zu können. Zum Rappen gehört noch viel, viel, viel mehr. Digga, aber das würde jetzt das Video sprengen, wenn wir da jetzt komplett drauf eingehen. Digga, aber ein nicer Song. Johnny hat sein Hype verpennt wie typisch. Doch frisst dein Lieblingsrapper zum Frühstück. Ist okay, ich muss kurz Benzin holen. Und schon wird Modus Mio zum großen Friedhof. Modus Mio brennt. Ich muss nur kurz Benzin holen und dann wird Modus Mio zum Friedhof. Ja, geil, feier ich. Musste mal gesagt werden hier. Ist okay, ich muss kurz Benzin holen. Und schon wird Modus Mio zum großen Friedhof. Modus Mio brennt. Modus Mio brennt. Für jeden Rapper gibt es dort kein Happy End. Modus Mio brennt. Modus Mio brennt. Ist da unsympathisch, keine Mucke für die Trend. Keine Mucke. Ah, stand auch kurz eingeblendet. Album kommt 17.06. raus. Ja, wie gesagt, ich freue mich auf das Album. Echt. Die Singles, die ich gehört habe, ich weiß nicht, ob ich alle gehört habe, fand ich schon sehr, sehr stark. Muss ich sagen. Nein, es gibt kein Happy End. Keine Mucke für die Trends. Ich mach das nur für meine Fans. Keine Mucke für die Trends. Ich mach das nur für meine Fans. So, das ist was man natürlich schnell einbauen kann. Klar, hört sich für den Konsument erstmal geil an. Und ist auch bei Johnny Dixon kann ich das gut vertreten. Aber ich habe auch so viele Rapper, die sagen, Fans sind mir das Wichtigste, bla bla bla. Aber machen nur Mucke für die Trends, weißt du? Und ja, er ist wirklich, bei ihm merkst du halt. Er setzt sich da auch nicht hin und denkt sich, ich schreibe heute mal wieder einen Song, haben die Leute ein bisschen was, so, eigentlich habe ich gar keinen Bock oder die Musik feiere ich gar nicht so, sondern du merkst einfach, dass bei ihm Herzblut drin steckt, Alter, und dass er wirklich Rap ist, so, wisst ihr, was ich meine? Digga, feiere ich komplett. Und die Modus Mio brennt, brennt. Deutsche Rap-Musik, mich stört diese Scheiße, um euch zu geben, was ihr verdient, wenn meine Wörter nicht reichen. Was seid ihr nur für gestörte Gestalten? Shisha-Bar-Playlist, euch hören nur Pfeifen. Ah, Bruder, fickt. Shisha-Bar-Playlist,
Playlist, euch hören nur Pfeifen. Ja, kann man machen, aber diese Shisha-Sprüche hat man halt schon so oft gehört mittlerweile. Zumindest wenn man schon so viel Rap hört, wie ich es halt tue. Seid ihr nur für gestörte Gestalten? Shisha, aber Playlist, euch hören nur Pfeifen. Ah, Bruder, fick die Quarantäne, fick die Powernaps. Für Data Love ist alles kein Problem, der hatte sowieso Hausarrest. Yo, ihr müsst noch paar Jahre Rap. Data Love ist sowieso kein Problem, der hatte Hausarrest. Digga. Ja, nice. Coole Line, mit so, ist so eine Line mit so einem Schmunzeln und ja, der war glaube ich auch erst 15 oder 16, als er bei UFO da angefangen hat, oder? Bin jetzt nicht sicher. Fick die Powernaps, für Data Love ist alles kein Problem, der hatte sowieso Hausarrest. Yo, ihr müsst noch paar Jahre rappen, denn bevor ihr eine Punchline habt, kam David, nein, seine Schamare flechte. Klopapier ist aufgebraucht, jetzt war's das, kein Problem, dann wisch ich mir mit Deutschrappern den Arsch ab. Tilo sollte sich besser nicht nackt zeigen, wächst unter der Dusche, hat das Abflussrohr geschwängert und sogar das möchte abtreiben. Bin abgefuckt, wenn ich euch Hipster... Ja, sehr nice, die Parts sind übertrieben, die Hook hat sowas Lustiges, sag ich jetzt mal, und gleichzeitig so Message, Modus Mio. Playlisten, dieses andere verbrennen, Alter. Video ist auch ganz geil gemacht, muss ich auch sagen. Begegne und auch ohne Köfte spieß möchte ich nicht mit euch reden. Ist okay, ich muss kurz Benzin holen und dann mit Modus Mio zum großen Friedhof. Modus Mio brennt, Modus Mio brennt. Digga, wer Rap wirklich fühlt, ne? Digga, egal ob ihr jetzt so Fan davon seid, dass du musikalisch ist. Von der Message und das, was er aussagt in der Hook, Digga, das muss man doch als richtiger Rap-Fan einfach fühlen, oder? Man gibt es voll kein Happy End. Modus Mio brennt, Modus Mio brennt. Ist so unsympathisch, keine Mucke für die Trends. Keine Mucke für die Trends. Nein, es gibt kein Happy End. Keine Mucke für die Trends. Ich mach das nur für meine Fans. Und die Modus Mio brennt, brennt. Ja. Was soll ich euch sagen? Nicer Song, ja, ich freue mich auf das Album echt, ich werde mir das Album auf jeden Fall geben, aber ballert mal in die Kommentare, wie froh, wie zufrieden seid ihr mit den Singles bisher, freut ihr euch auf das Album oder seid ihr eher enttäuscht und was sagt ihr zu der Reaktion? Ballert es in die Kommentare. Denn deine Hoffnung liegt schon begraben im Wald. Ja, Albumbox kann man jetzt noch vorbestellen. Jetzt ist es ja bald soweit. Ja, da habt ihr die Seite, wenn wer sich noch eine Box bestellen will. Und ja, das war's von meiner Reaction. Kommentare schreiben, habe ich schon gesagt. Und wenn ihr Rap so feiert wie ich, abonniert meinen Kanal. Und ich bin raus, meine Freunde.